auf der Plattform Schweizer Leberpatientenverein Swiss HEPA. Mit Freude dürfen wir aus dem Arzt-Patienten-Seminar über autoimmune und cholestatische Lebererkrankungen vom 11. Juni 2022 am Universitätsspital Zürich die Vorträge online zur Verfügung stellen. Mit diesem Referat zum Thema Diagnose und Therapie genetischer cholestatischer Syndrome von Frau Dr. Spyropoulou, Oberärztin am Kinderspital Zürich. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung und schönen Tag von meiner Seite. Ich komme vom Kinderspital, von der kinderhepatologischen Seite zu sprechen bezüglich Diagnose und Therapie genetischer cholestatischer Syndrome. Die Neugeborenen sind meistens so mit einem auffälligen Hautkolorit von der Kinderärzte oder Hebamme zu uns zugewiesen, um zu schauen, falls das etwas normal ist oder nicht. Bis zum 14. Lebenstag, im Rahmen von einer verkürzten Lebensdauer, den Erythrozyten und auch eine unreife Leber, diese Gelbsucht, die sogenannte Ikterus, ist noch physiologisch und harmlos. Nach dem 14. Lebenstag braucht man eine Blutuntersuchung mit einer Bilirubin-Differenzierung, um wirklich zu sagen, falls da eine cholestatische Ikterus da ist oder kann man ausschließen. Die cholestatische Ikterus, Entschuldigung, mit Cholestase meint man, wenn jemand hat eine Störung, eine Störung von der Gallenfluss und dann kommen die Probleme im Rahmen von einer Cholestase. Um besser zu verstehen, die Symptome, die kommen im Rahmen von einer Cholestase, muss man verstehen, die sogenannte enteropathische Kreislauf, Darmleberkreislauf, von den Gallen. Die Galle ist eine Flüssigkeit mit Wasser, Elektrolyten, Gallensalze, Phospholipiden und Cholesterin und Bilirubin und die Bildung von Galle gehört zu der Aufgabe der Leber. Dann, Entschuldigung, hier wird die Galle produziert und dann durch röhrchenartige Strukturen dieser Gallengänge wird in den Gallenblase gespeichert und dann in den Dünndarm transportiert. Das hilft, dass alles, was wir essen, zu absorbieren, wie Fetten, fettlösliche Vitamine und so weiter. Und dann, die Gallen wird danach im Endteil von Dünndarm wieder reabsorbiert und diese großen Gefäße, die sogenannte Fordadavene, wieder in die Leber zurückführt. Wenn da eine Probleme gibt im Rahmen von einer Störung von dem Gallenfluss in der Leber, in der Gallengänge oder außer der Leber, da kommen eigentlich die Beschwerden, klinische Symptome von Cholestase und auch die Symptome von einer toxischen Ansammlung von Gallensäure in der Leber. Welche sind jetzt die Symptome bei Cholestase bei Kindern? Diese gelbliches Hautkolorit mit auch Gelbfärbung von den Schleimhäute und auch Lederhäute der Augen, brauner Urin, entfärbte Stuhle, deswegen jedes Neugeborene geht hier in der Schweiz und auch in anderen Ländern von der Gebärsaal Astrid immer mit einem Gesundheitsheft, wo kann man sehen, hier die normale Farbe für Stuhl für jede Neugeborene und die Stuhlfarbe, die nicht normal ist. Dann das Juckreiz, das eigentlich kommt meistens nach dem vierten Lebensmonat. Und Komplikationen bei Malabsorption von fettlöslichen Vitaminen, wie Blutung im Rahmen von einem Vitamin-K-Mangel. Die Ursache für Cholestase bei Kindern unterscheiden sich von denen bei Erwachsenen. Eigentlich bei Kindern meistens, die Cholestase kommt im Rahmen von einer Obstruktion in den Gallengängen, wie zum Beispiel eine Gallengangsatresie, oder bei genetischen Defekten, die eigentlich machen ein Problem in dem Prozess von der Produktion, Verarbeitung und Sekretion von den Gallen. Heute werde ich Ihnen erzählen bezüglich
die genetisch angeborene cholestatische Erkrankung, Alagille-Syndrom und progressive familiäre intrahepatische Cholestase, die häufigsten Typen sind 1, 2 und 3. Das Alagille-Syndrom wird durch Mutationen in einem von diesen zwei Genen verursacht, JAK1 oder NOTS2. Diese Mutationen sind autosomal dominant vererbt. Das heißt, dass man braucht nur einzige Gen, um diese für das Auftreten dieser Störung. Und es gibt aber auch Neumutationen, das heißt spontane genetische Veränderung. Und wenn man diese Mutation von einem von Elternteil bekommt, es gibt ein 50% Risiko jeder Schwangerschaft, ein Kind mit einem Alagille-Syndrom zu haben. Und das Risiko für Mädchen und Knaben ist gleich. Zum Glück ist es selten, und das heißt, es ist nur eine Inzidenz mit 1 durch 3.000 bis 45.000 pro Person. Was ist jetzt passiert mit Alagille-Syndrom und was passiert mit der Leberbeteiligung? Eigentlich bei Alagille-Syndrom, es gibt einen Mangel in der intrahepatischen Gallengänge und wir haben die Symptome bei Cholestase wie Gelbsucht, Juckreiz, große Leber, Gedeihstörung, sehr wichtig für Kinder. Und diese Läsionen, die sogenannten Xanthomen, die kommen im Rahmen von einem erhöhten Cholesterinspiegel im Blut. Dieser Cholesterinspiegel ist hoch im Blut, wenn auch viel Gallensäure auch im Blut gibt. Wenn die Cholestase verbessert auch diese Läsionen. Und dann, es gibt Probleme bei Malabsorption von fettlöslichen Vitaminen, bei Vitamin-K-Mangel mit erhöhtes Risiko für Blutung und auch Hirnblutung, bei Vitamin-D-Mangel mit erhöhtes Risiko für pathologische Frakturen im Rahmen von einer Knochenerweicherung, bei Vitamin-A-Mangel mit einem frühen Symptom von einer Nachtblindheit und Vitamin-E-Mangel, wo man hat eine Dysfunktion von Reflexen und auch Probleme mit Koordination, Gehschwierigkeiten und Muskelschwäche. Jetzt, das Alagille-Syndrom, ein Kind mit einem Alagille-Syndrom hat verschiedene Beschwerden, ist nicht nur die Leber, die beteiligt ist, aber auch andere Organe. Die haben eine charakteristische Gesichtsform mit tiefliegenden Augen, eine ausgeprägte Stirn, Spitzenkinn und Knollennase. Es gibt auch Herzfellbildung mit die häufigste eine Stenose in der Pulmonalarterie. Es gibt Skelettfellbildungen mit diese Schmetterlingwibern im Röntgenbild. Probleme mit Augen, mit dem sogenannten Embryotoxin posterior, wo das ist Fettauflagerung rund um die Iris. Nierenprobleme wie Nierendysplasie. Und Schädel-MRT-Screening haben gezeigt, dass auch bis zu 30% der Patienten auch vaskulären Anomalien haben, die meistens asymptomatisch sind. Die Diagnose ist nicht einfach zu stellen, weil die Kinder so verschiedene Symptome haben. Deswegen braucht man eine Blutuntersuchung, um besser die Leber zu beurteilen, mit Leberwerte, Albumin, Lipidstatus, Spiegel von Gallensäure, Blutbild, Blutgerinnung, Nierenwerte und Bestimmung von fettlöslichen Vitaminen, Bauchultraschall und andere Untersuchungen, um zu schauen, falls andere Organ beteiligt ist. Dann bei Cholestase bei Kindern machen wir auch eine Leberbiopsie. Die Leberbiopsie zeigt diese fehlenden Mangel von der intralobulären Gallengänge, aber ist nicht typisch für das Alagille-Syndrom. Diese Biopsie kann auch sein im Rahmen von anderen cholestatischen Erkrankungen bei Kindern. Deswegen, man braucht diese Leberbiopsie zusammen mit drei von diesen klinischen Zeichen von der Leberbeteiligung, Gesichts, Dysmorphie-Zeichen,
Probleme von den Nieren, Probleme mit dem Herz oder Skeletten, um wirklich danach denken an ein Alagille-Syndrom, um eine genetische Untersuchung zu veranlassen. Wo kann man da die Mutation finden oder nicht? Weil kann auch sein, dass es eine neue Mutation da gibt. Es gibt keine kausale Therapie für Alagille-Syndrom. Die Behandlung ist interdisziplinär zwischen Gastroenterologen, Pathologen, Ernährungsberaterin und jeder Spezialist je nach Organbeteiligung. Die Ziele sind eine Behandlung der Cholestase, Juckreizlinderung, Verbesserung der Lebensqualität, Verbesserung von Ernährungszustand und Wachstum und auch Verlängerung des Überlebens und eine Lebertransplantation zu vermeiden. Die Medikamente, die kann man bis jetzt auch verwenden bei Kindern mit Cholestase, ist auch wie bei Erwachsenen Ursodeoxycholsäure. Aber es gibt nicht gültige Studien, die haben dieses Medikament getestet für Alagille-Syndrom. Hat man auch ein Antibiotikum probiert, diese Rifabicin, Antihistaminikum, viele Kinder haben, um das Schlafen zu verbessern. In 2017 gab es eine Studie, Multicedis, da hat das Medikament Sertralin getestet. Wenn diese Medikamente nicht funktionieren und danach immer diese Probleme im Rahmen von der Cholestase das gibt, dann vor einer Lebertransplantation versucht man einen chirurgischen Eingriff wie die Gallengaktiversion oder Ileumresektion zu schauen, falls so man kann die Cholestasebeschwerden zu verbessern. Das Wichtigste bei Kindern ist wirklich die Ernährung zu optimieren. Und dann machen wir in Begleitung von der spezialisierten Ernährungsberaterin, das Ziel ist wirklich eine hochkalorische Ernährung zu haben, mit Gabe von mittelfettigen Fetten. Da werde Professor Krämer danach mehr erzählen für Ernährung bei Cholestase, Substitution von fettlöslichen Vitaminen und die Komplikationen zu vermeiden. Und wenn die Kinder nicht das essen können, dann müssen wir leider eine Mangelsonde einlegen oder auch eine Stomie, Gastrostomie. Was Neues ist, wurde dieses Medikament Maralixibat getestet. Was macht das mit diesem Medikament? Eine medikamentöse Gallenumleitung. Eigentlich wird dieses Medikament unterbricht die Wiederaufnahme von Gallen in den Endteil von den Dünndarm. Das heißt, dass wir danach weniger wieder in die Leber zurückkommen. Und dann diese Studie hat gezeigt, dass nach 4 Jahren mit diesem Medikament die Kinder haben dieses Medikament gut verträgt. Gab es einige Nebenwirkungen wie gastrointestinale Beschwerden, die selbst limitiert waren, aber war eine Besserung der Lebensqualität mit Besserung der Cholestase und auch von Wachstum. Ist dieses Medikament seit September 2021 in den USA nur zugelassen für Kinder über 1 Jahr, leider noch nicht in Europa und der Schweiz. Jetzt gehen wir zu auch einer anderen seltenen genetischen Krankheit, die progressive familiäre intrahepatische Cholestase. Es geht um eine Gruppe von seltenen genetisch bedingten Lebenkrankheiten. Diese Krankheiten machen ein Problem mit dem Gallenabfluss und das kommt zu Problemen von erhöhter Akkumulation von Gallensäure, toxische Gallensäure in der Leber. Ist eine Rezessivverwerbung, das heißt, dass die Eltern müssen nicht krank sein. Und eigentlich ist nur 1 zu 50.000 bis 100.000 Neugeborene, die diese seltene Kombination von der Verwendung von dieser Mutation hat. Es gibt verschiedene Typen, die häufigsten sind 1, 2 und 3. Und diese verschiedenen Typen, es geht um welcher Defekt das Problem ist. Die Symptome sind meistens bei diesen Krankheiten im Säuglingsalter oder Kleinstalter auftreten. Bei weniger stark betroffenen Kindern im Schul- oder Jugendlichen und seltener bei Erwachsenenalter. Aber das kann sein, dass in diesem Zeitpunkt haben wir schon Beschwerden im Rahmen von einer chronischen Entzündung in der Leber mit Problemen und Komplikationen von einer Zirrhose.
Was ist jetzt das Problem mit diesen Krankheiten? Eigentlich physiologisch, die Sekretion von der Gallensäure passiert in der kanalicularen Membrane der Leberzellen. Das ist eine Leberzell-Gallengang. Und bei PFIC1, wir haben eigentlich ein Problem mit diesem Protein. Diese Transportprotein ist zuständig für die, um den Gallenfluss zusammenzusetzen und dass die Leberzellen richtig zu funktionieren. Bei PFIC2, es gibt ein Problem mit BSEP-Transportprotein. Dieses Protein ist zuständig für die Sekretion von der Gallensäure und den Gallenfluss zu ermöglichen. Und bei PFIC3, es gibt das Problem mit diesem spezialisierten Transportprotein MDR3, wo eigentlich zuständig sind für die, Transport von Phospholipiden. Die Phospholipiden sind wichtig, um die Zellwände von den Gallengängen zu schützen. Und was passiert? Bei PFIC1 und 2, wir haben in der Leberzelle eine höchste Akkumulation von toxischer Gallensäure, die, wenn da bleiben, machen chronisch eine Entzündung und dann kommen die Probleme mit der Zirrhose. Und bei PFIC3, eigentlich die Phospholipiden sind nicht mehr da, diese Zellwände zu schützen und die Gallensäure machen diese Entzündung bei den Gallengängen. Welche sind die Symptome? Die Symptome, die man hat bei Cholestase, bei PFIC ist sehr, sehr wichtig, dieser Juckreiz. Kann sein, dass Kinderärzte verpassen diese Diagnose, weil sie glauben, dass die Kinder eine therapierefraktäre Exem haben. Deswegen kann sein, dass man nicht früh diese Diagnose stellen kann. Natürlich ist auch eine seltene Erkrankung. Und die anderen Symptome bei Cholestase. Oder die Symptome, die kommen im Rahmen von einer chronischen Cholestase, die führen zu einer Entzündung in der Leber bis zu Zirrhose, Leberversagen und auch Leberzelltumoren, die sehr selten bei Kindern sind. Andere Unterschiede zwischen diesen drei Typen sind natürlich der mutierte Gen. Das Auftreten des Alters, bei PFIC2 kommen meistens die Symptome die ersten Lebensmonate nach Geburt. Bei PFIC1 bis zum 10. die ersten Jahre und PFIC3 Kleinkind oder junge Erwachsene. Was für uns Ärzte sehr wichtig ist, ist diese Konzentration von Gamma-GT im Blut, dass bei PFIC1 und 2 diese Gamma-GT ist normal. Das ist etwas anderes als andere cholestatische Krankheiten. Bei PFIC1 es gibt auch Probleme außer der Leber mit Durchfall, Kleinwuchs, Entzündung der Bauchspeicheldrüse, Probleme mit Hören oder mit den Nieren und auch den Verlauf von diesen Typen. Bei PFIC2 geht schnell, die Kinder bekommen eine Lebertransplantation sehr klein. Bei PFIC1 es gibt einen Verlauf bis zur Zirrhose in dem zweiten bis dritten Lebensjahr. Und bei PFIC3 kommen ein bisschen später. Bei PFIC2 und 3 gibt es auch erhöhtes Risiko für Leberzellkrebs oder Gallengangskrebs. Die Diagnose ist anspruchsvoll und wie ein Puzzle. Eigentlich jeder Arzt muss man wirklich an PFIC denken, wenn eine Cholestase da immer ist, unklare Ätiologie, bei jedem Säugling, neugeborene Säugling, Kleinkind, Kind, Jugendliche und Jugendwachsene. Natürlich kommt die Blutuntersuchung und Bildgebung, Leberbiopsie, wo kann man versuchen, mit einer speziellen Färbung den Nachweis von der defekten Transportprotein zu finden. Und dann, was hilft, ist die genetische Untersuchung, wo man braucht Blut von Kind und auch von beiden Eltern, um zu versuchen, diese Mutation zu finden. Welche ist jetzt die Behandlung? Ist auch interdisziplinär zwischen Gastroenterologen und Ernährungsberatern und Chirurgen. Die Ziele sind gleich wie bei Alagille-Syndrom mit Medikamenten, die man schon bei Alagille-Syndrom verwendet hat, aber nicht getestet sind, auch für FIC-Patienten. Sehr, sehr wichtig bezüglich der Ernährungsberatung für den Wachstum und Gedeihen der Kinder.
und auch chirurgische Eingriffe. Was Neues bei PFIC ist, ist dieses Medikament Odevixiemab. Das ist getestet und eigentlich macht auch eine Unterbrechung von Reabsorption von der Gallensäure in diesem Teil von Dünndarm. Dieses Medikament ist für Kinder über 6 Monate in Europa zugelassen, über 3 Monate in den USA zugelassen. Die Nebenwirkungen sind auch gastrointestinal und die Zulassung ist noch nicht für Maraleximab für PFIC-Patienten. Wenn danach diese medikamentöse Therapie versagt, kommen die Chirurgen und zu versuchen eigentlich eine chirurgische Umleitung der Galle. Extern zwischen eine Verbindung mit einem Teil von Dünndarm, von der Gallenblase mit der zu dem Bauchtag oder intern zwischen Gallenblase und Dickdarm. Und wenn dann die Lebererkrankung vorgeschritten ist, dann kommt die Lebertransplantation, die kurativ ist für PFIC 1 und 3 meistens, bei PFIC 2, es gibt Fälle, wo diese Erkrankung wieder auf den neuen Organ auftritt. Jetzt, was muss man wirklich nehmen mit nach dieser Präsentation, ist das Alagille-Syndrom und progressive familiäre intrahepatische Cholestase sind seltene genetische cholestatische Erkrankungen. Was muss man wirklich ausschließen bei jedem Kind mit einer Cholestase unklar Ätiologie? Die Beschwerden sind der Gelbsucht, Gedeihstörung, ausgeprägte Juckreiz, das ist ein Problem für das Kind, aber auch für die Familien und schwere Verläufe bis zur Leberzirrhose. Ursächliche Therapie ist noch nicht verfügbar. Eine Lebertransplantation kann man häufig nicht vermeiden. Und eigentlich es gibt einen höchstklinischen Bedarf nach neuen medikamentösen Alternativen zu chirurgischen Eingriffen. Und das hilft, wenn man an klinischen Studien teilnimmt. Ganz herzlichen Dank für das lehrreiche und spannende Referat, Frau Dr. Spilopoulou, und Ihr großes persönliches Engagement. Ganz herzlichen Dank.